Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir die Essence-Neuheiten testen, die ich mir so gekauft habe. Und ein paar alte Produkte sind auch noch mit dabei, weil sie einfach nicht im Sortiments-Update drin waren. Und dann habe ich das halt mit, ne, ihr wisst Bescheid, Sammlungsprodukten aufgefüllt. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Hi, Cutting Claudi ist am Start. Ich habe ganz vergessen, ganz am Anfang des Videos zu sagen, dass dieses Video in Kooperation mit Cosmetic for Less entsteht. Zwar habe ich mir die Produkte selber gekauft, aber es ist ein Kooperationsvideo. Und ja, ich darf auch wieder in diesem Video den Code Claudi15 mit euch teilen. Damit könnt ihr nämlich 15% dort auf der kompletten Homepage sparen und natürlich auch auf das Essenssortiment. Aber jetzt will ich gar nicht lange weiter quatschen und euch mit diesem Gesicht aufhalten. Viel Spaß beim weiteren Video. Ich werde ausschließlich Essence-Pinsel verwenden, die ich aus diversen Limited Editions mir mal so zusammengekauft habe. Aber als Foundation-Buffer werde ich einen verwenden, den es jetzt gerade in der Catrice Limited Edition gibt. Das ist dieser hier. Der ist deutlich kleiner als normale Foundation-Buffer. Ich bin sehr gespannt, aber ich denke, dass ich damit auch super meinen Concealer einarbeiten kann. Erinnert natürlich auch ein bisschen an den von Rare Beauty, aber der von Rare Beauty ist definitiv noch ein bisschen anders geformt. Der hier ist nämlich eher rund und der von Rare Beauty ist ja so leicht tropfenförmig, sage ich mal, ne? Und aus der gleichen LE von Catrice habe ich mir auch diesen 90% biologisch abbaubaren Schwamm geholt. Und ja, dann habe ich den auch mal nass gemacht und irgendwie ist der sehr interessant von der Form, aber super weich. Also der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Kann ich jetzt so auf den ersten Nassmachgedönsen empfehlen. Und jetzt nehme ich mir mal hier meine Kiste vor, schau hinein. Und dann starten wir mit dem ersten Produkt. Und zwar trage ich auf beide Gesichtshälften auf den Primer. Genau, weil Foundations habe ich gleich, ja, quasi Foundations, zwei unterschiedliche. Das ist Essence Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primer Hydrating and Refreshing. 29ml sind hier drin enthalten. Und ich habe heute noch von Maxim einen Instagram-Post gesehen. Also Maxim Giacomo, wo er geschrieben hat, dass das quasi ein Dupe sein soll zu diesem Milk Super Grip, hast du nicht gesehen, Gedönsen. Keine Ahnung, habe ich mir gestern Abend erst auf Sephora bestellt. Da gab es so ein Kit, ne? Kann ich also dementsprechend leider nicht vergleichen. Ja, das ist so gelig und rosa mit Punkten drin. Und jetzt mache ich das auf mein Gesicht. Der wird sehr angenehm auf der Haut, also sehr flüssig jetzt, ne? Wenn ich das so mit den Fingern auftrage. Sehr, sehr angenehm. Doch. Doch, doch. Also nicht, also alles andere als cremig tatsächlich. Müffelt ein bisschen, also künstlich irgendwie, aber sonst gefällt er mir so. Hat einen leichten Grip so auf dem Gesicht, also leicht babschig, aber nicht mehr als bei anderen, die ich jetzt so bislang hatte. Zieht eigentlich ganz gut ein. Mal gucken, ob der krümelt oder nicht. Als Foundation habe ich mir zwei geholt, weil es gibt zwei. Eine ist nicht wirklich eine Foundation und die andere auch nicht. Das hier ist die Magic All-in-One Face Cream Healthy Looks, Look in Seconds. Das ist, ja, gibt es irgendwie auch nur in einer Farbe, soll sich dem Hautton anpassen. Sowas funktioniert bei mir erfahrungsgemäß eigentlich gar nicht. Oha, ich habe mir das jetzt auf dem Pinsel aufgetragen. Ja, es ist halt etwas, wo diese Farbpigmente drin sind, die dann so aufplatzen werden. Ich glaube, das muss ich besser mit dem Finger auftragen und nicht mit dem... Oh, guck mal, wenn ich hier so den Pinsel abstreife, platzen die trotzdem auf, ne? Das sieht aber etwas dunkel aus. Oh nein, bitte sei nicht so Simpson-gelb. Ninas Kosmetik fand die hier auf jeden Fall besser. Ich habe mir natürlich einige Videos angeguckt, ne? Und die hat gesagt, dass ihr dieses Produkt besser gefallen hat als das Hydro Hero Gedönsen. Das verträgt sich null mit dem Primer. Also das setzt sich hier am Kinn enorm ab. Das ist nicht schön, ne? Nee, das ist gar nicht schön. Oh Mann, wieso bringen die Produkte raus, die nicht miteinander funktionieren? Aber ich, ne, also ich finde es nicht schön. Das sieht auch fleckig aus. Das mag ich gar nicht leiden, wie es aussieht. Das ist so, als hätte ich hier Säure getrunken oder so, ne? Weil hier ist wirklich so dieser Rand. Ich weiß auch nicht. Und am Kinn, oh Gott. Ich nehme jetzt einfach mal hier mein Handtuch, was hier liegt. Und mach mal so. Ich glaube, das ist besser. Weil gerade so diese Mund- und Kinnpartie, ne, das sieht ganz furchtbar aus.
Den Rest kann ich erstmal so lassen. Das sieht auch nicht fantastisch aus, aber das lasse ich jetzt einfach mal so, dass wir halt wenigstens sehen können, wie die anderen Produkte sich damit vertragen. Weil groß rausgehen werde ich heute mit dem Look eh nicht. Also ist egal, wenn das verkackt wird, dann komme ich damit klar. Wir nehmen jetzt für die andere Gesichtshälfte den Hydro Hero 24 Stunden Hydrating Tinted Cream. Habe ich in der Farbe 10 Soft Nude. Und guckt euch mal die Farbe an. Das ist 10 Soft Nude. Wow. Ne? Wenn ich mir das auch so dran halte, passt das nicht so ganz. Ich glaube, da gab es auch nicht allzu viele Farben von. Und dann verteile ich das erstmal mit meiner Hand, weil das ist ja eigentlich so ein Tinted Hydrator. Oh mein Gott, was ist das für eine Farbe? Sammy, das ist eingepackt. Das ist nicht meine Farbe. Das ist furztrocken. Das sieht ganz furchtbar auf meinem Gesicht aus. Ich möchte aber den Primer austesten. Deswegen das gleiche wie auch beim Catrice-Video. Ich schminke die Geschichte mal ab, mach mir die Foundation-Geschichte runter und allen Kram, ne? Mach mir den Primer neu drauf und versuch das mal mit dieser Essence Healthy Glow Niacinamide Foundation. Genau, Foundation. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Weil das die beiden Foundation-Farben nichts für mich waren, hat ja wohl ein Blinder mit einem Krückstock gesehen, ne? Das war echt hardcore. So, alles auf Anfang. Der Primer sitzt und jetzt verwende ich diese hier, die Essence Fresh & Fit Foundation mit Niacinamid, habe ich in der Farbe 10 Fresh Ivory. Die habe ich auch letztes Jahr gerne verwendet, als sie neu rauskam. Und jetzt merke ich bei dem Primer, dass es wirklich ein Grip Primer ist. Wow! Also der zieht die Foundation echt krass an und hält sie fest und will sie auch gar nicht mehr loslassen. Das ist natürlich auch schon wieder krass, ne? Ich baue mir die auch ein bisschen auf, beziehungsweise gebe mir auch noch ein bisschen was auf die Stirn und auf den Hals. Und die arbeite ich mir jetzt auch nochmal schön mit einem Schwämmchen ein. Und weil wir gerade quasi in einem Essence Foundation Test gelandet sind, ja, so viel zum Essence Neuheiten Video, nehme ich jetzt die Stay All Day 16 Hours Long Lasting Foundation in der Farbe Soft Vanilla. Auch die ist ja relativ neu aufgelegt worden. Die gebe ich mir jetzt mal auf die andere Seite, weil ich möchte einfach gucken, ob der Primer wenigstens mit den Foundations zusammen funktioniert, die Essence ja im Sortiment hat. Das funktioniert jetzt wirklich 1A. Ich meine, klar, Captain Klugschiss würde jetzt auch mit erhobenem Zeigefinger vor mir stehen und sagen, ja, aber das ist ja auch kein BB-Cream oder Tinted Moisturizer, Primer, sondern ein Foundation-Primer. Und deswegen funktioniert das natürlich mit einer Foundation und nicht mit einer BB-Cream oder einem Tinted Hydrator. Und damit hätte die Person, Captain Klugschiss, auch vollkommen recht. Ja, mit den Foundations sieht das nämlich fantastisch aus. Meine Güte, das sieht echt gut aus. Die Seite ist jetzt gerade ein bisschen trocken, weil ich jetzt auch unter dem Primer keine Hautpflege aufgegeben habe. Weil ich da einfach gerade keinen Bock drauf hatte, nochmal Hautpflege drunter zu geben, bin ich ehrlich. Ich habe einfach nur das Gesicht abgewaschen. Ja, meine Güte, das sieht voll gut aus, ne? Wir können fortfahren mit der Chose hier. Um ein Fullface zu generieren, habe ich jetzt ein paar Produkte, die nicht neu sind. Deswegen, ja, verlinke ich euch die auch trotzdem in der Infobox. Aber ich verwende sie. Das ist einmal der Skin Love and Sensitive Concealer, habe ich in der Farbe 05 Fair. Essence Super Coverage Eyeshadow Berries in Kooperation mit Merve. Essence My Skin Perfecta Loose Fixing Powder in der Farbe 05 Fair. High Beauty Fixing Compact Powder, das ist eins meiner, also, Schätzeleins. Ich habe was vergessen, in all der Aufregung, diesen mega geilen Hydro Hero Under Eye Stick werde ich demnächst mal verwenden und den hätte ich jetzt gerade so sehr gebrauchen können, Mist. Oh, ich glaube, das ist bei vielen gewesen, ne? Dass sie den vergessen haben. Oh. Ich hätte das so sehr gebraucht, dass es unter meinen Augen schön kühl geworden wäre und vielleicht auch sogar auf meinen Augen. Mist! Ich stelle mir den hier auf den Tisch und werde den dann jetzt mal die Tage ausprobieren und euch jetzt hier mal reinschreiben, wie der so gewesen ist. Ich glaube, das macht Sinn. So, jetzt möchte ich aber ein paar neue Produkte verwenden. Da habe ich hier das Kissed by the Light Illuminating Powder in der Farbe 02 Sunkissed. Ich habe mir gedacht, dass ich die beiden Schätzeleins hier, ne, als Blush und Bronzer verwenden kann. Ja, hat einen Schimmer mit dabei, deswegen habe ich mir auch keinen Highlighter ausgesucht. Und dann bringen wir jetzt mal ein bisschen Leben in mein Gesicht rein. Ich versuche auch ein bisschen mehr hier oben dann zu bleiben, weil hier unten ist dann ja eher das Highlight-Gedönsen. Und ja, bronze mein Gesicht so ein bisschen. Ja, das ist so ähnlich wie bei diesem Hoola Glow, ne, von Benefit zum Beispiel. Da hast du dann quasi einen Bronzer-Topper. Das ist eigentlich geil.
eigentlich ist es geil, wenn du halt diesen Schimmer schon mit drin hast. Ja, deswegen. Also hast du halt 2 in 1 in einem Produkt. Dann schauen wir uns hier das Kissed by the Light in der Farbe 1 Star Kissed an. Und da haben wir diese rötlichen Geschichten noch mit drin. Also was dann auch quasi diesen Blush-Effekt noch mitgeben könnte. Und das nehme ich mir jetzt aber komplett auf. Also ich gehe da komplett mit dem Pinsel so durch, ne? Und trage mir das dann hier einfach auf. Gut, da kommt jetzt nicht so viel Blush von weg. Also so viel Rötliches kriege ich da jetzt nicht unbedingt auf meine Wangen. Ich schaue mal, wenn ich jetzt einen Pinsel nehmen würde, der jetzt auch eher als Blush-Pinsel gedacht ist, ne, und da jetzt auch mich sehr auf das Rote fokussiere, habe ich trotzdem sehr viel Highlighter-Produkt nämlich dran. Ja, und so baut man sich dann den Highlighter halt immer mehr auf, ne, und dann wird das halt sehr strukturiert auf meiner Haut. Das finde ich jetzt nicht so geil. Also, ja, kannst du als All-Over-Als Alles-in-Allem-Produkt vielleicht verwenden. All-Over-Produkt, ich weiß ja nicht, so ganz leicht vielleicht. Wie so ein Finishing-Powder. Kann man auch machen. Ich glaube, das ist dafür am besten geeignet, ne? Dass man das als All-Over-Produkt verwendet. Joa, oder halt das Dunklere, um so ein bisschen zu bronzen. Und hiermit nochmal über alles so ein bisschen drüber. Weiß noch nicht, wie ich das dann verwenden möchte. Irgendwie werde ich es wahrscheinlich verwenden. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier verwende. Das Braune finde ich dann doch irgendwie passender, ne? Judy, Augenbrauen. Das ist in der Farbe 04 Dark Blonde einer. Und zwar ein Micro Precise Eyebrow Pencil. Das ist einer von diesen klassischen. Die gehen auch relativ schnell leer. Ich habe tatsächlich, Fun Fact, ich habe ja letztens erst mit euch dieses Catrice Update gemacht, ne? Der Augenbrauenstift ist jetzt leer. Es ist so hart, wie schnell der leer gegangen ist, ey. Wirklich. Ich glaube, eine Woche oder anderthalb Wochen hat der gehalten, bei jedem Tag schminken. Okay, wir haben hier keinen Spoolie dran, wenn ich das hier richtig sehe. Nee, also ein Anspitzer ist das wohl hier hinten, oder? Nee, nicht mal. Oder? Bist du ein Anspitzer? Nö, das ist einfach jetzt nur auseinandergefröselt. Super. Deswegen nehme ich mir einen Spoolie. Dann schaue ich mir mal an, was die Farbe so kann. Wir haben hier natürlich eine ganz feine Mine. Oder gibt richtig, oh Gott, ist der weich, der gibt richtig, richtig viel Produkt ab. Da muss man sehr vorsichtig mit sein. Entschuldigung, aber diese Farbe ist nicht dunkelblond, sie ist einfach hellbraun. Ne? Und das sehe ich halt, das ist viel zu rötlich. Ihr seht es hier, wo ich halt versuche, immer mal wieder, so ein paar Härchen halt oder Lücken zu füllen. Keine Ahnung, dass meine Augenbrauen halt nicht ganz so weit out of order sind. Aber das ist, nee, da ist der von Catrice besser und der nutzt sich ungefähr genauso schnell ab. Also von der Anatomie her sind meine Augenbrauen ja schon auf unterschiedlicher Höhe, aber dadurch, dass ich die jetzt irgendwie so gemalt habe, wie ich sie gemalt habe, sehen sie noch etwas verrückter aus. Wow. Ja, nee, ist für mich definitiv nicht Dark Blonde. Das ist eine Verbesserung zu dem, was die halt vorher in der Farbengeschichte drin hatten. Ja, schon, aber nein. Fixieren wir die Augenbrauen mit dem Essence, mit mehr of Elimination Style Brow Gel, was ich liebe, liebe, liebe. Achso, ihr bekommt übrigens die Produkte bei Cosmetic for Less, da habe ich tatsächlich die meisten bestellt. Und mit meinem Code Claudi15 kannst du da 15% sparen. Der ist nicht affiliated, der ist nur für euch. Genau, und ich habe ja immer mal wieder eine Kooperation mit Cosmetic for Less, aber der Code ist halt immer wieder vorhanden. Und demnächst haben wir auch schon wieder ein neues Video geplant, wo ich mich mega drauf freue. Genau, aber meinen Code könnt ihr halt permanent verwenden. Ne? Also Claudi15, wie gesagt, bei Cosmetic for Less dürfte auf so gut wie alle Produkte dort gültig sein. So, die Augenbrauen sind in Form. Hier habe ich irgendwie so einen Knick drin. Man weiß nicht warum. Ich werde jetzt die Lidschattenpalette verwenden. Und zwar habe ich hier die Welcome to Miami Palette mir gekauft, weil die andere, die Roma Palette, war leider zu dem Zeitpunkt ausverkauft. Neues Palettendesign von den City Paletten. Finde ich persönlich in Ordnung. Ich mag es aber halt nicht so gerne, dass hier vorne dieser QR-Code drauf ist. Das macht so ein bisschen meinen inneren Monk kaputt oder mein innerer Monk weint. Eine vegane Palette übrigens. Also diesen Code hätten die besser hinten drauf packen können, ne? Ja. So, die Töne schreien aber ganz laut meinen Namen. Das ist definitiv klar. Ich werde euch auch gleich Swatches dazu einblenden. Aber ja, ich hab Bock, ne? Lasst uns mal einen Look schminken. So schön türkis und so. Oh, ich lieb's. Die Farben haben keine Namen. Auch das ist so ein bisschen innerer Monk weint, ne? Dann nehme ich zuallererst diesen knochenfarbenen Ton.
Der kommt einfach komplett auf mein Lid, bewegliches und unbewegliches Lid. Und ja, meine Augen sind aktuell wieder an einem Status angekommen, wo sie sehr sensibel sind, sehr, sehr trocken. It is wie es ist, ne? Da können die Produkte nichts für, weder die Lidschattenbase noch jetzt die Lidschatten an sich. Das passiert einfach ab und an mal bei mir. Ist meistens ernährungsbedingt, wenn ich zum Beispiel zu viele Tomaten oder sowas esse. So Kirschtomaten vertrage ich nicht in mega großen Mengen. Und da hatten wir in letzter Zeit recht viele Gerichte, wo ich die drin hatte. Deswegen sieht das aus, wie es aussieht. Jetzt nehme ich mir mal diesen lila Ton und da ist auch so ein Pressing drin, so ein süßer Flamingo. Da ist man immer so ein bisschen, oh, man will es nicht kaputt machen, ne? Versuche ich mich so am Rand aufzuhalten ein bisschen. Und den setze ich mir einfach hier so in die Lidfalte. Ein schöner Ton, ne? Kannst du nicht anders sagen. Hat sich schön auftragen lassen, lässt sich schön ausblenden. Das ist ein schöner Violettton, doch. Oder Lavendelton? Es ist Lavendel. Irgendwie habe ich aber auch Bock auf relativ verrückte Dinge. Deswegen nehme ich mir jetzt hier auch diesen Türkiston. Petroltürkis ist es, ne? Ja. Den setze ich mir hier innen mal auf die innere Hälfte meines beweglichen Lides. So bis zur Pupille. Auch das ist ein knalliger Ton. Der ist wirklich intensiv. Gefällt mir. Den setze ich mir so quasi wie eine Cut Crease hier hin. Ja, die Qualität lässt sich auf jeden Fall sehen, ne? Guck mal, wie intensiv das rauskommt, obwohl ich jetzt nicht irgendwie eine Cut Crease oder sowas gezogen habe. Mag ich. Nach außen hin. Moment. Außen, unterer Wimpernkranz nehme ich mir aber auch nochmal diesen Ton auf. Da habe ich gerade irgendwie, also den gleichen, den ich jetzt auch gerade verwendet habe, ne? Auch mit diesem Smudger-Pinsel. Das auch nur in der äußeren Hälfte. Den ziehe ich mir hoch. Wir machen es heute ein bisschen fancy, Leute. Heute mal, ausnahmsweise, ne? So langsam kriege ich eine Idee, was ich machen will, denn ich ziehe mir den Ton jetzt hier auch noch ein kleines bisschen rum. So, ne? Mehr nicht. Und dann setze ich mir diesen Pflaumeton. Auch wieder mit diesem wundervollen Smudger-Pinsel. Ist übrigens aus der Disney-Collection der Rapunzel-Pinsel, ne? Setze ich mich hier innen rein an den unteren Wimpernkranz. Das ist so ein bisschen, ne? Sich so widerspiegelt, aber dann doch nicht und so. Finde ich voll witzig. Jetzt nehme ich mir diesen hellblauen Schimmerton auch wieder mit dem Smudger-Pinsel auf. Da gehe ich gut rein. Denn den setze ich mir hier innen auf mein bewegliches Lid. Dürfte mit dem, oh, wie schön das sich anfühlt, Leute, mit dem Finger ein bisschen besser funktionieren. Oh mein Gott, ja. Holla die Waldfee, ich habe ganz schön viel Fallout. Upsala. Diesen geilen Orangeton, der hat nämlich auch so Goldschimmer mit drin, ne? Nehme ich mir einfach mal direkt mit dem Finger auf und jausen, der ist schön. Und den gebe ich mir beginnend hier nach außen hin so auf. Aber nach außen hin muss ich definitiv wieder auf meinen Smudger-Pinsel zurückgreifen, weil da muss ich ja etwas präziser werden, ne? Da wollen wir hier auch so ein Schwänzchen machen. Fancy Pansy Sonnenschein. Also das ist mal ein bisschen anders, weil ich dann hier nach außen hin eigentlich heller werde. Aber ich finde das irgendwie cool gerade. Und ich mache jetzt hier auch kein dies ist der tragbarste Look mit der Palette Video, sondern ein wir testen die, die Produkte so ein bisschen aus und gucken, was unsere Kreativität in unseren Köpfen so damit anstellt. Und das ist, was mein Kopf so mit sowas anstellt. Ja. So, dele. Nach innen machen wir dann nochmal wieder was ganz anderes. Ich habe hier keinen hellen Schimmerton oder so, ne? Deswegen nehmen wir einfach das Gold. Das ist dieses hier. Das symbolisiert jetzt natürlich so ein bisschen das Meer auf meinen Augen. Ne? Ein ganz kleines bisschen. Mit ganz viel Fantasie. Und weil wir gerade schon so schön dabei sind, nehme ich mir den auch direkt als Augenbrauen-Highlight. Wie gesagt, ist nicht der tragbarste Look des Universums, ist auch eher pastellig unterwegs, aber irgendwie finde ich, dass die Töne schön performen. Also, dass es schon eine empfehlenswerte Palette ist. Ne? Deswegen finde ich das irgendwie gerade ganz witzig, wie es aussieht. Als Eyeliner verwende ich einen, den ich schon hier habe. Das ist der 24 Ever Ink Liner Intense Black, ne? Genau, auch von Essence. Damit ziehe ich mir jetzt was Schönes.
Der ist sehr filigran geworden, ne? Aber ich mag den eigentlich ganz gerne leiden. Jetzt wird das Ganze fixiert. Auch da haben wir nichts Neues. Da habe ich was von High Beauty. Und zwar das Mattifying Make-Up Fixing Mist Ever Matte. Yay. Ich will eigentlich nicht noch matter sein, weil irgendwie fühlt mein Gesicht sich ganz schön trocken an. Todesmutig möchten zwei Mascaren gegeneinander antreten. Da haben wir auf dieser Seite die ziemlich gehypte Another Volume Mascara Just Better. Das ist diese hier. Und auf der anderen Seite befindet sich die, über die scheinbar keiner spricht, Sensitive But Wow Volume Mascara. Das ist diese hier. Jo, ich wollte beiden einfach mal eine Chance geben und dann gucken wir mal, wie die so nebeneinander funktionieren möchten. Beide haben ein Faserbürstchen, wobei das von der Another Volume Mascara einfach total gerade ist und zylinderförmig. Und auf der anderen Seite haben wir ein kegelförmiges Bürstchen bei der Sensitive Mascara, was so spitz zusammengeht. Manchmal fühle ich mich wie so ein Schnüffler, ne? Also die Mascara riecht nach nichts, die Mascara riecht nach Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Sorry, habe scheinbar gerade den Akku ausgeboostet, hat gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Es ist ein bisschen schade aktuell mit den neuen Mascaren, die so auf den Markt kommen, ne? Weil irgendwie gibt es ja schon so viele geile Mascaras, aber die versuchen dann irgendwie besser zu sein, aber irgendwie kriegen sie es nicht hin. Wir gucken uns das Ganze mal aus der Nähe an. Ich glaube, das macht Sinn. Also, bei der Another Volume Mascara bekomme ich Fliegenbeine, was ich per se ja eigentlich nicht schlimm finde. Aber, also ich würde sagen, sie hat Potenzial. Ne? Die hat wirklich Potenzial, da kann ich mir vorstellen, dass ich die auch noch ein bisschen öfter mal ausprobiere und der wirklich noch die eine oder andere Chance gebe. Die Sensitive Mascara bekommt auch noch eine Chance von mir. Na gut, ja, aber das, was ich bei ihr halt wirklich krass finde, ist, wie viel Produkt die da abgegeben hat. Ich meine, ich finde es gut, ne? Dann arbeite ich gerne bei solchen Geschichten, wenn Mascaras enorm viel Produkt abgeben. Nehme ich mir zum Beispiel so eine Mascara hier, die Catrice Glam & Doll Boost Mascara. Die hat so ein Gummibürstchen. Da ist auch gar nicht super viel Produkt dran. Und dann nehme ich das gerne so zum Auskämmen, zum Verfeinern, wie auch immer. Das funktioniert meistens sehr gut. Ist aber natürlich ein bisschen aufwendig und dann ist die Frage, ob man das so will. Was ich halt bei der hier schade finde, ist, dass die so viel Produkt abgibt, aber so wenig Länge macht. Klar, das sind beides Volumen-Mascaras und keine Längen-Mascaras. Aber, ich weiß nicht. Sensitive but wow würde ich nicht unbedingt dazu sagen. Nee, also da habe ich welche, die wirklich mehr Wawawum machen. Ne? Ich bin auch mal gespannt, wie das dann beim Abschminken sein wird und ob die überhaupt irgendwie noch Bock hat zu trocknen, weil das färbt immer noch auf meinem Finger ab. Ne? Es ist schwierig. Die beiden werden noch hier ein bisschen auf meinem Schminktisch verweilen und weitergetestet werden. Ja, habe sie jetzt gerade hingestellt. Ich glaube, das ergibt Sinn. So, und jetzt kommen wir finally zu den Lippen. Da gibt es nämlich auch noch einiges. Und zwar habe ich hier Hydra Matte Lipstick. Der soll aber Hydra Matte sein. Das heißt, er soll trotzdem Feuchtigkeit spenden und nicht die Lippen austrocknen. Habe ich in der Farbe 404 Virtu Rose. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann auf den Lippen sich anfühlt. Ich habe hier aber auch einen Plan B noch liegen, weil ich bin ja eigentlich kein Fan von matten Lippenprodukten. Weil ich ja generell einfach schon trockene Haut, trockene Lippen und so weiter habe, ne? Der sieht so samtig von außen aus, ne? So richtig furztrocken. Was sagen denn die Lippen dazu? Der riecht nach Wassermelone, Leute. Okay, er schmeckt nach Wassermelone. Es sieht auch irgendwie cool aus. Also, ne, an und für sich ist es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Und ich glaube, den werde ich auch noch ein paar Mal testen einfach. Bin aber... Es fühlt sich auch nicht so super austrocknend an, wie ich das normalerweise so kenne von diesen matten Lippenprodukten von Essence. Bin ich auch ehrlich. Der ist eigentlich ganz schön. Ich gebe mir aber trotzdem noch was on top und zwar ist es der Extreme Lip Shine Volume Lip Gloss in der Farbe 106 Sugar Rush. Warum nicht? Ne? Da hat man ein bisschen mehr Glow. So sieht mir das alles einfach zu trocken gerade aus. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir fehlt in meinem Gesicht irgendwie dieser Glanz, dieses Leben. Oh, und ich würde sagen, das ist ein Farbmatch, ne? Das passt ganz gut. Gut, ein bisschen. Bisschen rosa ist er. Bisschen. Au, okay. Und da ist Minze mit drin. Oha.
Okay, okay, daher kommt das Volumen. Aha, fühlt sich aber angenehm an. Ich mag sowas ja, ne? Wenn sich das auf den Lippen anfühlt, dazu wird man gerade einen Kaugummi kauen. Ja, fertiger Look, ready. Was sage ich zu den Produkten? Also für mich ist der Primer eigentlich auch durchgefallen, weil ich habe ihn mit Foundations verwendet, die ich normalerweise auch gerne verwende und die auch gut mit meinen Primern, die ich so verwende, funktionieren. Aber selbst diese Niacinamid-Geschichte, ne, ist trocken geworden und das habe ich eigentlich nicht. Nee, die Augenbrauen gefallen mir gar nicht, die Farbe mag ich nicht. Die Lidschattenpalette finde ich cool. Die werde ich behalten, da werde ich auch noch ein paar coole Looks mit zaubern können. Das gefällt mir. Die Mascaren sind für mich jetzt echt nicht so, dass ich Hooray schreien werde. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also das finde ich jetzt nicht so umwerfend. Die Lippenprodukte gefallen mir. Doch, komm, gerade so in Kombi ist das eine schöne Nummer. Ne? Das mag ich gerne leiden. Ansonsten habe ich nicht wirklich was Neues. Doch, Bronzer und Blush, nennen wir es mal so. Da finde ich den Bronzer eigentlich ganz schön. Wenn man drauf steht, halt dieses Gold Flaky Pakey im Gesicht zu haben. Der Blush ist für mich kein Blush. Das ist auch kein Blush. Ich weiß nicht, für wen das ein Blush sein soll. Ich glaube, das soll auch gar kein Blush sein. Ich glaube, das soll einfach nur irgendein Puder, dunkler Highlighter, was auch immer sein. Aber für mich ist es kein Produkt, was ich groß verwenden kann und werde. Den Bronzer, wie gesagt, werde ich weiterverwenden. Aber sonst war das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei mit dem Essence-Sortiments-Update, oder? Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Auch von Catrice fand ich das jetzt nicht so super überwältigend, aber das hier fand ich jetzt wirklich richtig reinfallmäßig, weil die Foundations, waren ja ganz furchtbar. Naja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Essence-Sortiments-Updates. Testvideo. Wir testen mal Essence Foundations aus. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!